Dieser erste Eindruck kommt leider wieder erst ein paar Stunden nach 18 Uhr und das liegt an einem Teilnehmer, der seine Runden grundsätzlich nicht weitersendet. Das ist zwar nicht schlimm oder sowas und ich möchte mich hier auch nicht weit aus dem Fenster lehnen bzw. irgendwelche Namen nennen, aber... Geh ich letztens in YouTube rein, sehe ich Nairo. Mein Sohn, 40 Kilo, 40 Kilo. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Nairo hat mir seine Runde nicht vorher gesendet, aber das ist absolut kein Problem, weil das alles andere als selbstverständlich ist, dass ich die Runden vorher kriege. Und ich bin jedem dankbar, der das im Verlaufe des Turniers gemacht hat. Also kurz mal Danke an die ganzen Teilnehmer. Außer an, naja, ihr wisst schon. Nairo. Okay, ich sollte aufhören. Duisburg ist leider gar nicht mal so weit weg. Hör mal lieber auf mit Rap und leg deinen Fokus auf Volksmusik, denn du machst dich zum Affen, wie wenn Goku den Vollmond sieht. Mit brachialer Gewalt. Hey, I'm Cyclone, wenn du dann auch dein schreit. Deine Arme stehen in Japan und Bronze. Da muss ich echt ein wenig taktlos werden. Ganz kurz. Jo Leute und willkommen zum ersten Eindruck des letzten Viertelfinales im JPB 2018, Herr Kuchen vs. Nairo. Wir fangen mit Herr Kuchen an und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob Herr Kuchen wieder einen J-Jiggy-Feature hat. Mal sehen. Das ist genau das, was ich meine. Die Moslems sind die neuen Homosexuellen. Ja, wo man damals immer gesagt hat, was ist nur los mit dem, Alter? Heute weiß man, dass die Videos von 80. Und es kommt eine gewisse Eismann-Attitüde. Nairo! Ab jetzt ist dein Bruder Quicks meine Putzfrau, die ich gern fick in den Mundraum, weil die fette Lesbe sagt, ich geb mir Spritzen im Druckraum. Du blamierst dich auf der Bühne, dann steig ich aus dem Dunst auf. Nimm dir das N und das O und dir geht schlichtweg die Luft aus. Nairo! Okay, technisch starker Anfang, eine gute Reimkette und ja, auch eine ganz gute Punchline an sich. Kein Flow im Vergleich zu mir, was für ein behindertes Turnier, muss ich dein Image-Rap studieren? Du willst ein realer Kenneck sein, Digga, dann kauf dir einen Dreier, doch auf das Kuchen dich zerfickt, kannst du drauf bauen wie Flyer. Du hast tausende Weiber und eine echt harte Gang, bitch dir alle sechs Tage mit anderen Geschlechtspartnern pennen, doch während deine Crew erschöpft an den Projektdaten hängt, hast du nur Gegnerbezug, wenn du mir dein Bettlaken schenkst, voll um die Ecke. Hast du nur Gegnerbezug, wenn du mir mein Bettlaken, wenn du mir dein oder mein Bettlaken schenkst, habe ich das richtig verstanden? An den Projektdaten hängt, hast du nur Gegnerbezug, wenn du mir dein Bettlaken schenkst, voll um... Ja, okay. Gut, ja, die Line habe ich sowas, habe ich so ähnlich schon mal gehört, also ist jetzt nicht das Allerkreativste. Grundsätzlich haben wir aber bisher wieder das übliche Herr-Kuchen-Schema. Die Lines an sich sind nicht schlecht, aber sie punchen jetzt auch nicht übertrieben krass. In die Ecke denken, aber leider bist du ein hohler Spaß. Treffen die ins Leere, weil Nairo die sowieso nicht rar. War doch klar, dass ich mir ein paar Gangster mit dicken Armen hol. Schließlich ist einer deiner Cousins an meiner Nase schuld. Nairo! Einer deiner Cousins an meiner Nase schuld. Okay, ich fand es sehr amüsant, dass er gesagt hat, es ist egal, die ganzen Punches hier gehen ins Leere, weil Nairo sie sowieso nicht rafft. Das ist auf jeden Fall ein Image, was ihm ganz witzig aufgedrückt werden könnte. Hauptsühne. Cousins an meiner Nase schuld. Nairo ist Familienmensch, dein Assist ist meine Bockwurst nicht zu groß. Hey, 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 billige PS-Box-Kopie. Deine Türkenschwester sagt mein Ding. Immer weg, nehm ich ihr Kopf, du reißt schon los. Ich weiß nicht so ganz, wie ich die Hook finden soll. Also, die läuft jetzt noch, ich weiß, aber es fällt mir gerade etwas auf, und zwar die generelle Stimmung und der Stimmeinsatz von der Kuchen, der gefällt mir, aber die Melodien und generell diese, ja, wie soll ich sagen? Ja doch, die Melodien, das passt schon, die Melodien passen einfach nicht auf den Beat. So, also es klingt zwar cool, wie er das rappt und singt, aber ich finde, es passt einfach nicht auf den Beat und es wird mir im Leben wahrscheinlich nicht im Kopf hängen bleiben. Yo, hier ist der Julian aus dem Schnitt. Die Hook ist mir doch hängen geblieben. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe es. Jeder Mensch fragt, bin ich täglich auf den Pott? Nairo, Mann, ich fick dich auch ohne Feature-Part. Wenn du mein Das Einzige, was wahrscheinlich ohne Scheiß in meinem Kopf hängen bleibt, ist dieses Nairo ganz kurz, weil das gut auf den Beat passt. Aber grundsätzlich, finde ich, passt die Beat... Nicht, passt die Beat, oh Gott, passt die Hook nicht wirklich auf den Beat. Auch wenn die Hook alles andere als schlecht ist, ich weiß nicht, ich finde, das passt nicht so ganz. Aber ist halt meine Meinung, könnte auch an mir liegen, vielleicht feiert ihr das, ist halt nicht so ganz mein Geschmack.
von den Melodien her. Wenn du mein Ticker wärst, dann hättest du das schlechteste Haze. Ich finde aber die Performance von der Kuchen mega gut. Der bleibt sich richtig treu und wippt aber so richtig hart mit und es hat was auf jeden Fall. Ticker wärst, dann hättest du das schlechteste Haze. Müsste bei Kälte auf dich warten, du kämpfst ständig zu spät, verkaufst Baggies mit Tee, du wärst so ein menschlicher Krebs, bei dem man weiß, dass seine Päckchen gestreckt sind mit Elf. Und dein Dönerbuden. Okay, das finde ich jetzt gerade richtig irrelevant. Wieso frontet Enairo denn damit, dass er ein schlechter Dealer wäre? Wen juckt das denn? Hä? Vater, er muss pausenlos ackern, denn dein Dönerbudenvater kocht ja auch nur mit Wasser. Sag mal, schämst du dich nicht, dass dieser Pausenclown mal dein Vater war? Du kannst mich nur rasieren, wenn ich mir Augenbrauen und einen Bart aufmal. Niemand ist händelt, kurz an die Bibel gewendet und hab aus Nächstenliebe Schika meine Niere gespendet. Bin zum siebten Mal. Hab aus Nächstenliebe meine Schika okay, perfekt. Schika hat, Schika. Nairo hatte ja eine Line, beziehungsweise ein Spit mit Schika Nieren und Schika Nieren in seiner letzten Runde, den ich immer noch ziemlich wack fand, muss ich ehrlich sagen, aber was heißt wack? Also er war halt zu gewollt, ne? Aber ich finde, dass der Kuchen den ganz witzig umgedreht hat, den Spit. Gute Line auf jeden Fall. Und auf jeden Fall auch gutes Gesamtpaket bisher. Der Flow gefällt mir, es klingt alles stimmig, das Video ist gut gemacht. Also auf jeden Fall wieder ziemlich schön gemacht alles. Auch wieder in 2 Wochen, glaube ich, oder sowas. Oder in 3 Wochen, auf jeden Fall zu wenig. Bei der NASA, dann verlief es sich im Sande wie ein verwirrter Afrikaner in der Hauptstadt von Kenia, die an Nairobi ist. Wird er von Männern gefickt, weil Nairobi ist. Du kannst die Wut nicht kontrollieren. Ja, gut, das war jetzt von der Kuchen ein Spit, der meiner Meinung nach etwas zu gewollt war. Genau wie das mit Schikanieren. Ich finde gut, wie du das spielst, doch hat er ehrlich mehr Respekt vor TI Music als vor dir. Nairo ist Familienmensch, dein Assist ist meine Bockwurst nicht zu groß. Ich find's aber auch schade, dass er hier hey hey sagt, so, weil genau das würde im Kopf hängen bleiben. Wartet mal eben. Es ist meine Bockwurst nicht zu groß. Es ist Bockwurst nicht zu groß. Nairo. Das würde viel besser klingen, wenn er Nairo statt hey hey sagen würde. Denke ich zumindest. Ohne Scheiß, diese Hook auf einem anderen Beat wäre richtig gut. Mir gefällt die Hook nämlich, aber mir gefällt das einfach nicht, wie die Hook mit dem Beat harmoniert. Oh, ich fick dich auch ohne Feature-Part. Okay, diesmal also ohne JGG. Dann kümmern dich nur der war aber beim Videodreh dabei, habe ich gesehen. Haare, selbst die Sanitäter loben die stabile Seitenlage. Guck, wie der Cat hier voll auf Banger macht. Doch du siehst aus wie Herr Tutorial auf Pep mit BTM-Eintrag. Die Kennerquote steigt dank dir, das brauchst du dir nicht vorzuwerfen. Falls du fliegst, kannst du dich ja direkt bei PS Sports bewerben. Rap zieht mit... Oh, es reicht jetzt aber auch langsam mit den ganzen Lieber-Lines. Ich schick dich in die Lieber zurück, heißt für Dingens Lieber. Ey, ohne Scheiß, in jedem Battle gibt es mittlerweile Lieber-Lines. Langsam reicht es, ey. Leute, langsam reicht es. Ich weiß, PA Sports hat keinen Erfolg mit seinem Turnier. Aber das müsst ihr nicht jedes Mal sagen, ich weiß es langsam. Irgendwann alleine bist, weil jeder Mensch, der findet, dass du scheiße Raps ein Allmann ist. Ah, okay, schöner Abschluss des Parts. Mensch, dein Assist ist meine Bockwurst nicht zu groß. Wieso sagt er hier, hey, hey, das stört mich. Ich fühle mich gerade wirklich angegriffen. Wieso sagt er hier nicht Nairo statt hey, hey? Es stört mich, wieso? Nairo. Ich fick dich auch ohne Feature-Part. Ich fick dich auch ohne Feature-Part. Ja, also ich muss wirklich sagen, die Hook an sich gefällt mir, aber ich finde, die passt einfach nicht auf den Beat. Tut mir leid. Ist einfach nicht mein Geschmack, was den Beat anging. Aber deswegen noch lange nicht schlechter als wir. Und es gibt auch keinen Grund, sich über die lustig zu machen. Im Gegenteil. Es gibt auch keinen Grund, sich über die lustig zu machen. Nairo, Mann, ich fick dich auch ohne Feature-Part. Ich will doch jetzt schon deine Hausfrühe machen, dein Fick daneben. Achso, da ist JGG, okay, warte mal. Ernst jetzt, Alter? Das war ein Monatslohn für dich aber kaum. Deswegen muss andere Prioritäten bei dir setzen. Gesetzen. Mal und ab und. War gut. Der AT. Gesonderten Dank an Robin. Okay, Robin Nervi. Kommt da noch was?
Okay, gut, das war die Runde von Herr Kuchen. Ich finde, es war eine ganz solide Runde. Nicht so krass wie die von ihm, also die letzte. Die gegen Kriegs, die war auf jeden Fall krasser, finde ich. Was diesmal gefehlt hat, waren die krassen Punchlines. Die waren auch beim letzten Mal jetzt von der Kuchenseite nicht so ultra krass, aber da gab es noch mehr zu holen. Das Ding ist wieder, die Lines sind gut, die sind auch teilweise gut durchdacht und haben teilweise auch Gegnerbezug, aber sie punchen einfach nicht. Das ist es einfach so. Herr Kuchen kriegt irgendwie die Pointen nicht so ganz so hin, dass sie wirklich krass punchen. Auch wenn sie teilweise gut überlegt sind und gut gemacht sind, wären sie in normalen Tracks gut, aber nicht wirklich krass in Battle-Runden. Das ist das größte Problem von Herr Kuchen und auch diesmal wieder leider. Flowlich war das nice, Stimmung war nice, Hook war cool, Beat hat mir leider nicht ganz so gut gefallen in der Zusammenarbeit mit der Hook. Aber das ist halt Geschmackssache. An sich war das auf jeden Fall eine ziemlich solide Runde und ja. Kommen wir jetzt aber zu Nairo. Also, ihr sofort und ich erst morgen. Ich darf jetzt warten. So, okay, Leute. Nairos Runde ist draußen. Sie ist tatsächlich unter 3 Minuten und ich denke mal, das werden wieder nur 2 Parts. Momentan ist der Trend auf jeden Fall bei kürzeren Runden. Ich bin gespannt. Seine letzte Runde war ja ganz gut soweit, aber jetzt nicht mega krass. Also er muss sich auf jeden Fall steigern, um gegen Herr Kuchen noch ranzukommen. Denke ich. Du hast gewusst, er scheint der Song, Mann, dann kommst du nicht mehr klar. Deshalb hast du Paranoia und dein Konto auf Privat. Du bist auf Pep und schläfst 8 Tage nicht und machst dir dann Gedanken über deine Abgabefrist. 2 Wochen hast du Zeit, was auf dein Textblatt zu schreiben. Für dich, Pep-Nase, würden mir schon 6 Tage reichen. Okay, das finde ich gerade richtig gut, was Nairo macht. Und zwar, jetzt sage ich selber schon Nairo, was Nairo hier macht. Und zwar hat Herr Kuchen sich mehrmals beschwert wegen der Frist, die einfach zu kurz ist. Und das stimmt auch, das ist einfach zu kurz. Für das, was erwartet wird, reichen 2 Wochen meistens nicht. Aber Nairo sagt doch, das reicht locker für dich, würde mir eine Woche reichen und das ist eigentlich ein ganz guter Start in das Ganze und das Ganze ist auch auf jeden Fall auch relativ atmosphärisch gestaltet. Jetzt wirst du merken, dass der Nairo keine Skrupel besitzt. Ich bin nicht Sidophil, doch jetzt wird der Kuchen gefegt. Du hast nichts. Ich bin nicht Sidophil? Was? Jetzt wirst du merken, dass der Nairo keine Skrupel besitzt. Ich bin nicht Sidophil, doch jetzt wird der Kuchen gefegt. Okay, Sidophil, keine Ahnung, ob es das Wort gibt ob ich das falsch verstanden habe, aber ich denke mal irgendwie, das ist eine, ja, sexuelle Anregung auf Kuchen, keine Ahnung. Du hast nichts in deinem Leben außer Schoro und Tumor, aber keine Angst, ich komm deinem Drogentod zuvor. Mal ganz im Ernst, du gehst bei dem... Okay, jetzt sagt Nairo, bevor die Drogen dich töten können, kann ich dich töten, ja... Bisher ist es ganz atmosphärisch gemacht, ging ziemlich schnell rein, aber auch bisher noch keine ultra krassen Punches. Ich komm deinem Drogentod zuvor, mal ganz im Ernst, du gehst bei dem Battle hier unter und dass du Jungfrau bist, wird mich bei der Fresse nicht wundern. Und wenn du denkst, dass ich den Präsident spiele, knall ich dich ab wie ein Zombie-Kopf bei Resident Evil. Jetzt läuft dein Anschluss. Ja, es ist halt irgendwie, keine Ahnung, das sind so Lines, die wären in einem normalen Track nicht schlecht. Aber in einer Battle-Runde, ausgerechnet gegen Herr Kuchen, denke ich mir halt so, yo. Ich denke nicht, dass das den heftig puncht, ne? Also, keine Ahnung. Wir haben hier irgendwie 2 Kandidaten, die nicht schlecht sind, die rappen beide gut, aber ihre Punchlines sind einfach zum größten Teil nicht so krass, muss man ehrlich sagen. Das heißt nicht, dass die Lines schlecht sind, sondern einfach, dass die Lines nicht wirklich krass punchen. Ich weiß trotzdem noch eine, denn Mann, du bringst nicht zustande wie gebrochene Beine. Und dass du mich... Du bringst nicht zustande wie gebrochene Beine. Also das hätte auch vom Perplex kommen können. So. Das, ich war jetzt echt nicht böse, aber ja, ich weiß nicht. Ich fix es heftiger Schwachsinn. Du bist der erste Junkie, der vom Pepsi nicht abnimmt. Jetzt hat dein Hype gerade dein Ende gefunden. Du kannst mich höchstens punchen, während mir die Hände gebunden. Du bist eine Fox und nicht witzig, wenn du Nasen legst. Nichts mehr JPP, ab jetzt sitzt du in der AfD. Du hast nicht gewonnen gegen... Ja, okay, also, keine Ahnung. Der erste Part, der war halt nicht schlecht so. Für einen normalen Track, aber Punchline-technisch war da jetzt nicht mega krass viel zu holen. Der Anfang war ganz gut, mit dem Bezug, dass Herr Kuchen ja so rumheult wegen der Frist, kein anderer heult rum, nur Herr Kuchen und Nairo würde es ja schon in 6 Tagen schaffen, aber den ganzen Rest so, würde ich persönlich so nicht sagen gegen Herr Kuchen, weil ich ganz genau weiß, so, es trifft ihn halt irgendwie nicht wirklich, aber ja gut. Ja, bitte sitzt du in der AfD. Du hast nicht gewonnen gegen Tricks, du hast die Klicks nur gekauft. Schreib deine Grabrede auf, du kriegst Sippe ins Maul. Ich bin nicht Dr. Boyang, doch jetzt gibt's Schnitte im Bauch. Hol die Machete raus und ich schlitze dich auf. Ich bin dein Mörder. Ich bin dein Mörder. Ich bin dein Mörder. Ich bin dein Mörder.
ja, musikalisch ist Nairo eh nicht meins. Deswegen verliere ich jetzt mal nicht allzu viele negative Worte zu der Hook. Ist halt nicht ganz mein Musikgeschmack, aber ist auch nicht schlecht. Passt ganz gut rein. Jetzt musst du aber auf jeden Fall im zweiten Part noch mehr reinhauen. Du kannst nicht alleine kämpfen. Mann, du Pisser, bist du weiter wegen diesem einen Fetten mit Geheimratsäcken. Von mir aus. Wegen diesem einen Fetten mit Geheimratsäcken. Ja, okay, gut. Das ist eigentlich ganz witzig in Bezug auf J-Jiggy. Aber Nairo sagt halt, du kannst nicht alleine battlen. Aber Herr Kuchen hat jetzt gegen ihn alleine gebattelt, ne? Das hätte halt noch krasser gepuncht, wenn J-Jiggy wieder in der Runde von Herr Kuchen gewesen wäre diesmal. Hol jetzt alle Rapper, die du kennst, du bist nur ein Junkie und zwar ein Fetter wie Cousins. Hat der Junkie gerade kein Geld mehr für Staub, werden die Eltern beklaut. Ja, Kelp, du gehst drauf. Ja, das ist halt gerade schon wieder so irrelevant. Jetzt, also, wie gesagt, ich mein's wirklich nicht böse, ohne Scheiß, aber wen interessiert das, dass Herr Kuchen Geld bei seinen Eltern klaut für Drogen, so? Das puncht halt auf keiner Linie. In deinem Umfeld sind nur widerliche Plagen, die gegenseitig gern mit Kieferkicks blasen. Du gehst über Leichen für Puder und fix die Frau von deinem eigenen Bruder. Ich hab keine. Welche Frau vom eigenen Bruder? Also, ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwelche Infos hier hat, die ich nicht so ganz verstehe, weil er sie nicht ganz gut in den Text einbaut. Oder ob er irgendwas gesagt hat, einfach nur ohne Bezug. Bei Nairo ist es generell komisch. Ich bin einfach überfragt bei vielen seiner Lines, weil ich mir denke, ist das jetzt wirklich einfach nicht gut? Oder verstehe ich irgendwelche näheren Randinfos da nicht? So, das ist halt das Problem. Und fix die Frau von deinem eigenen Bruder. Ich hab keine Skrupel, kein Mitleid und ich bin ehrenlos. Doch wieso bist du Bastard gerade noch so lebensfroh? Und du willst mit deinem Pep-Schwanz ficken, doch kannst statt Kilos nur noch Hero auf der Streckbank drücken. Ich scheiß auf dich, denn der Bandit macht Umsatz. Ich will hier gar nicht gewinnen, ich will dich Junkie als Kurs. Du hast nicht gewonnen gegen Tricks, du hast. Was war die letzte Line? Ich will hier gar nicht gewinnen, ich will dich Junkie als Kurs. Gut, ich werde mal schnell in die Beschreibung gucken. Ich glaube Kundschaft. Ah, doch, ich hab's richtig verstanden. Ich scheiß auf dich, denn der Bandit macht Umsatz. Ich will hier gar nicht gewinnen, ich will dich Junkie als Kundschaft. Ja gut, jetzt mal ohne Scheiß, es ist wahrscheinlich die beste Line in der ganzen Runde. Also im zweiten Part war für mich persönlich punchline-technisch gar nichts richtig zu holen. Also das waren halt Lines, teilweise auch mit Bezug zu diesem Drogen-Image, aber sie punchen halt nicht wirklich krass. Die letzte Line war wahrscheinlich die beste im zweiten Part und im ersten Part war halt der Aufbau ganz gut. Also punchline-technisch nicht wirklich eine Verbesserung, leider. Von gegen Tricks, du hast die Kriegs nur gekauft. Schreib deine Grabrede auf, du kriegst die Pins Maul. Ich bin nicht Doktor, wo häng noch, jetzt gibt's Schnitte im Bauch. Hol die Machete raus und ich schlitze dich aus. Ich bin dein Mörder. Ich bin dein Mörder. Ich bin dein Mörder. Ich bin dein Mörder. Ja gut. Das war die Runde von Nairo und ich sage mal, in einem 16. wäre das absolut ausreichend gewesen. Von mir aus auch in einem 8. wäre das noch okay gewesen, aber in einem Viertelfinale ist das Punchline-technisch einfach zu schwach. Herr Kuchen hatte schon nicht wirklich viele krasse Punchlines, die Nairo wirklich krass getroffen haben, aber immer noch mehr als Nairo. Nairo hatte für mich auf dem Blatt jetzt vielleicht, keine Ahnung, 2-3 Punchlines, wo ich sage, ja, die waren wirklich gut. Mehr ist es halt nicht. Deswegen nimm mir das bitte auch nicht übel, dass ich jetzt hier etwas kritischer werde, aber wir sind halt im Viertelfinale und es geht ja um das Halbfinale. Und ich finde, Nairo hat mit dieser Runde nicht wirklich viel gezeigt, was in ein Halbfinale gehört. Das meine ich, wie gesagt, nicht böse. Der Flow von ihm ist auch wieder gut. Seine ganze Atmosphäre ist gut. Aber ich finde nicht, dass Nairo mit so einer Runde ins Halbfinale gehört. Das ist meine subjektive Meinung in der Hinsicht. Aber gut, Leute, wie seht ihr das Ganze? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall wie immer freuen. Ich habe jetzt auch keinen Hass gegen Nairo, weil er mir seine Runde nicht vorher gesendet hat oder irgendwas. Wirklich nicht. Ich finde einfach nur die Runde nicht sonderlich berauschend für einen Battle-Track. Wäre das ein normaler Track gewesen, wie gesagt, wäre es in Ordnung gewesen, aber in der Battle-Runde gegen Herr Kuchen war da halt zu wenig gegen Herr Kuchen. Aber gut, vielleicht seht ihr das ja auch komplett anders, deswegen schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, würde mich wie immer interessieren. Und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.